Also mich interessiert jetzt die Funktion. Also y ist b mal a hoch x. Und was ist b, was ist a? Ich habe hier jetzt so diesen Startwert. Also weiß ich schon, b gleich 2. Und bei dem a, ich schaue mir an, also bei 0 ist es 2 und bei 1 habe ich hier die 6. Und dann teile ich einfach 6 durch 2 ist 3 und damit weiß ich, a ist 3, also y gleich 2 mal 3 hoch x, das ist die Funktion. Ich kann mir das auch so vorstellen, also ich habe hier den Zweier und der wird, wenn ich dann ein Jahr, wenn ein Jahr vergangen ist oder ein Monat oder eine Sekunde, dann ist es dreifach. Ja, und dann, wenn ich ein paar Punkte einsetze, wenn ich zum Beispiel 0 einsetze, 2 mal 3 hoch 0 ist 2, das passt, das ist dieser Wert. 2 mal 3 hoch 1 ist 6, das ist dieser Wert. Und dann geht es schnell hoch. Nächstes Beispiel. So, der Startwert, also y ist b mal a hoch x. Der Startwert ist halt bei 1/2, also y ist 0,5 mal a hoch x. So, wenn ich jetzt die 1 anschaue, bin ich hier bei 1,5. Ja, also 1,5 geteilt durch 0,5, dann habe ich 3. Wieder 3. Ja, also y ist 0,5 mal 3 hoch x, das ist die Funktion. Fertig. Ja, und das ist wieder so, nach einem Jahr verdreifacht sich's. Ja, und dann und so weiter. Nächstes. Hier ist alles im Negativen. Ja, x, y, das heißt also y ist b mal a hoch x. Ich weiß, das ist Minus. Irgendwas mit Minus und hier ist wieder 1/2, also minus 0,5 a hoch x. Da habe ich 1, da habe ich 1/2, also minus 1 durch minus 0,5 ist 2. Also habe ich y ist minus 0,5 mal 2 hoch x. Das ist meine schöne Funktion. Genau, und dieses Minus eben, das klappt so die ganze Geschichte nach unten. Ja, aus einem positiven Wert wird ein negativer Wert. Und nächstes, da habe ich jetzt eine fallende Funktion, also schon der Verdacht. Also y ist b mal a hoch x. B ist mein Zweier, also y ist 2 mal a hoch x. A wird irgendwas kleiner 1 sein. Ich habe hier 0,5. Ja, also wenn ich jetzt 0,5 durch 2 teile, also ich habe hier 0,5, hier habe ich 2, dann bekomme ich ein Viertel. Ist 0,25. Also Funktion lautet y ist 2 mal 0,25 hoch x. Ist auch anschaulich. Also hier habe ich 2 Meter und da habe ich nur noch einen halben Meter. Geht auf ein Viertel. Ein Viertel ist 25%, ist 0,25. Ja, und ich verliere den Teil. Ich verliere 3 Viertel. Also das, was hier fehlt auf die 1, verliere ich. Also wenn ich solche Aktien hätte, würde ich immer 3 Viertel verlieren. Jupp.